Hallo, wir erklären euch heute etwas über den Herero-Aufstand in Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. Deutschland hatte mehrere Kolonien und 1884 wurde das heutige Namibia offiziell zur deutschen Kolonie. Die dort lebenden Stämme wurden von den Deutschen unterdrückt und ausgenutzt. Nach 10 Jahren der Unterdrückung hat der Herero-Stamm sich gewehrt. Die Herero und die Nama haben die Deutschen mit Speeren, Bambusschildern, Pfeil und Bogen angegriffen. Die Deutschen hatten im Gegensatz zu den Herero schon hochmoderne Waffen wie Maschinengewehre und Kampfgas. Hey Sinan! Wie haben die Deutschen eigentlich den Herero-Aufstand überstanden? Durch die Menge der Herero mussten die Deutschen extra 14.000 Soldaten nach Namibia schicken, um den Aufstand der Herero zu besiegen. Nach einer Zeit haben die Deutschen die Herero und die Nama in die Umahilke-Wüste getrieben. Dort haben sie so lange gewartet, bis das Trinken und Essen ausging, wo sie dann dort anschließend gestorben sind. Heute hat Deutschland wieder gute Verhältnisse zu Namibia. Seit der Unabhängigkeit betreiben diese beiden Länder eine Entwicklungszusammenarbeit. Das war unser Erklärvideo zum Thema Herero-Aufstand. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt dabei etwas gelernt.